Andi Jeni, Präsident vom Verein Pro Salonwagen bist du. Und heute habt ihr ganz was Besonderes vor. Ja, genau. Heute machen wir unsere alljährliche Adventsfahrt. Das ist quasi der Saisonabschluss. Eine Fahrt durch Graubünden, immer ein bisschen andere Route, immer ein bisschen anderes Programm. Aber grundsätzlich mit allen Salonwagen, mit allen Speisewagen fahren wir durch Graubünden. Heute sind knapp 135 Gäste angemeldet. Mal schauen, was es wird. Ich bin ganz gespannt darauf. Aber was ich dazu sagen muss, die Salonwagen sind ja eigentlich die schönsten Wagen, die die RHB hat. Wenn man dort mitfährt, fühlt man sich ja wie der kleine König. Das ist so, ja. Es sind auch Könige schon mitgefahren mit diesen Wagen, vor allem in den früheren Zeiten. Und ja, das fühlen sich alle wie gekrönte Häupter heute. Und ich glaube, der erste Wagen ist auch schon renoviert worden von euch, der 1141. Genau, ja, 1141 wurde letztes Jahr revidiert. Der ist jetzt heute zum zweiten Mal auf der Adventsfahrt revidiert im Einsatz. Und wunderschön, dass LGB natürlich auch diese Modelle herausgebracht hat und man diesen Zug dann auch nachstellen kann. Ja, genau, da kann man es im Garten den Adventszug nachstellen und das ist doch schön. Ja. Heute freuen wir uns vielleicht auch noch auf schönes Wetter. Es geht jedenfalls erstmal Richtung Klosters. Erstmal Richtung Klosters, dann durch den Vereiner Tunnel ins Unterengadin. Im Engadin hat sehr viel Schnee. Es hat heute Morgen ein bisschen geschneit, als ich weggefahren bin in St. Moritz. Also das Wetter macht mit, das sieht gut aus. Ich freue mich drauf und viel Spaß allen bei der heutigen Adventsfahrt hier von der Rätischen Bahn und von dem Verein Pro Salonwagen. Fabian Wild, du bist heute Lokführer auf dem Sonderzug vom Verein Pro Salonwagen und vorne steht die 617 und die 616 und damit zwei Lokomotiven, die wir natürlich auch als LGB-Bahner kennen. Ich kenne dich schon recht lange und du hast mir früher erzählt, dass du im Klassenzimmer extra einen Tisch hattest mit Blick auf die Rätische Bahn. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und deine Hausaufgaben hast du, glaube ich, auch nicht zu Hause gemacht. Sehr selten. Wo hast du sie denn gemacht? Na, im Zug unterwegs. Und damit war eigentlich klar, Berufswunsch war hier irgendetwas bei der Rätischen Bahn. Jetzt bist du Lokführer und hast heute die Sonderaufgabe, mit diesem schönen Zug zu fahren. Welche Lok fährst du denn am liebsten? Keine speziell an sich, sondern die Abwechslung. Das ist das, was mir am meisten gefällt. Also von ganz modern bis ganz alt? Genau, ja. Und hast du eine Lieblingsstrecke? Bernina. Bernina-Strecke. Ja, das bleibt einfach. Einmal Bernina, immer Bernina. Wobei ich natürlich auch die Albula-Strecke faszinierend finde, aber Bernina ist eben das offene Fahren auch. Auch ja. Und die Faszination von der Linie selbst, dass der Unterschied von den Menschen auch in Italien, in Graubünden und eigentlich das Gesamtpaket. Du hast einen beneidenswerten Beruf und ich würde mich freuen, dich noch ganz, ganz lange hier begleiten zu dürfen. Du als Lokführer und ich als Reisender hinten im Zug. Ja, wäre schön. Wir sehen uns wieder. Ja, will ich hoffen. Andreas Mügeli, du bist heute Zugchef auf der Adventszeit vom Verein Pro Salonwagen. Wie ist das organisiert bei euch heute hier? Die Organisation findet grundsätzlich recht früh statt. Es wird alles angeordnet, es werden die Wagen bestellt und dann der Zug zusammengestellt, der Caterer wird ausgewählt, das Menü wird ausgewählt
und letztendlich wird alles rechtzeitig bereitgestellt an die Heizung, Wasser gefüllt, Getränke aufgemacht und dann geht die Fahrt eigentlich los. Ja. Aber es ist ein logistischer Aufwand, der im Vorfeld stattfindet. Ja. Und was können die Gäste hier erwarten? Die Gäste sollen eigentlich grundsätzlich, wenn sie auf den Bahnsteig kommen, den Zug bereits vorfinden, schön beleuchtet und dann mit dem Namensschild eingedeckt, die Accessoires, Kerzen und der Adventschmuck aufgetischt und können sich dann bereits vorab in den Zug setzen und mal den Nachbar kennenlernen, ein bisschen austauschen. So ungefähr ist der Start, ja. Und das findet erstmal alles in den Salonwagen statt? Das ist korrekt. Zuerst ist der Platz nehmen in den Salonwagen und dann fährt die Fahrt los und geht die Fahrt los und dann wird dann mal ein Champagner rausgeschenkt und ein paar Nüsschen dazu, bevor es dann später für das Mittagessen in die nostalgischen Speisewagen, schön Wagen für Wagen, wird dann umgesiedelt in die Speisewagen. Benni, du bist hier der Koch und damit für das leibliche Wohl der Gäste zuständig. Was gab's denn heute? Ja, heute gab's als Vorspeise die Bündner Spezialität Kapunz in der vegetarischen Variante. Danach hatten wir die Karotten-Apfel-Ingwer-Suppe. Die schien sehr gut angekommen zu sein, so wie ich das mir festgestellt habe. Wir haben gar keine Reste mehr. Und dann gab es noch, dann als Hauptgang gab es ein Schweinesteak mit Mischgemüse und Kartoffelgratin und Morchelsauce. Und zur Nachspeise gab es Zimteis mit warmen Zimtrotwein, Zwetschgen oder Pflaumen in Deutschland. Ja, und ein Tupfrahm obendrauf. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Und ich glaube, es hat allen geschmeckt. Ich denke, ja, ich habe nichts Gegenteiliges gehört, ja.